SCS Software. American Truck Simulator. So, und herzlich willkommen damit zu einem neuen Let's Play. Und zwar befinden wir uns hier gerade ganz live im American Truck Simulator. Ausnahmsweise muss ich mal keine 2 hintersetzen. Denn wie ja viele wissen, ist ja vor... Ach, weiß ich gar nicht, vor... Wann war das? Vor 2 Wochen oder so? Oder 3? Ist ja hier der American Truck Simulator erschienen und das Spiel hatte ich mir heute gekauft. Bei einem Laden. Ich nenne ihn jetzt am besten nicht, nachher mache ich noch Schleichwerbung oder sowas. Und zwar in der Collector's Edition. Und dabei ist natürlich dieser schöne kleine LKW, dieses Modell, im Maßstab 1:87. Und auch das Nevada DLC und ich meine auch ein neuer LKW, irgendwie sowas, oder schießt mich tot. Weiß ich auch nicht, auf jeden Fall klappt das jetzt alles. Und ja, wir fangen hier eine neue Karriere an, wie damals bei Let's Play Euro Truck Simulator 2. Nur diesmal mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir durch die USA reisen und nicht mehr durch Europa. Und ich weiß auch damals, als ich mit dem Euro Truck Simulator Let's Play angefangen habe, wie das so aussah. Und an so einer ähnlichen Stelle stehen wir jetzt wieder. Und ich freue mich wirklich darauf. Bei Euro Truck Simulator war das ja damals irgendwie langweilig, weil das sah ja irgendwie immer gleich aus. Und es war halt Europa. Das kennt man halt schon vom German Truck Simulator, vom ersten Teil von der Euro Truck Simulator Serie. Aber jetzt befinden wir uns hier wieder in den USA. Es gab ja, glaube ich, mal dieses 18 Wheel of Steel Hollins oder irgendwie so hieß das. Da war, glaube ich, auch sowas Ähnliches. Deswegen heißt es ja, glaube ich, auch wieder zurück in den USA. Ja, das Spiel habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Weiß nur nicht mehr wo. Aber gut. Ja. Wie ihr seht, ich habe hier mein Tim-Profil. Da habe ich hier noch einen kleinen Test gemacht. Mit 31 Minuten, um die Fahrzeuge zu testen. Und um zu sehen, ob das alles funktioniert. Und wir machen jetzt an dieser Stelle ein neues Profil. Und nennen das einfach mal... Wie haben wir uns denn damals genannt? Achso, nee, halt, hier kommt der Name vom Spieler ran. Das ist der Herr Let's Play. Ups. Let's... Ach, geht das gar nicht mit dem... Ach, das war damals, glaube ich, auch so gewesen. Dass hier nur dieses... Dings hier... Son-Ding da, französische Ding da hier geht. So, wir suchen uns mal ein Bild raus von so einem richtigen Trucker. In der natürlich... Wen nehmen wir denn? Das sieht ja alles aus. Jo. Ich würde mal sagen, der hat... Der macht ja schon mal einen sehr professionellen Eindruck. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier nehme, weil das kann man, glaube ich, nicht mehr ändern, ne? Wen nehmen wir denn jetzt hier? Vielleicht irgendeiner, der noch ein bisschen intelligent aussieht? Ich weiß auch nicht. Boah, da hab ich doch, da war doch damals nicht so kompliziert, ey. Das ist ja, oh Gott. Das sind doch wie so Fahndungsfotos hier alle, aber gut. Verdammt, wen nehme ich denn jetzt? Wir machen jetzt eine Umfrage deswegen und deswegen geht das Display jetzt in 3 Wochen weiter. Oder nee, ich nehme jetzt einfach irgendeinen. Weißt du, komm, ich nehme jetzt einfach den hier. Der guckt intelligent. Vielleicht wird aus uns ja mal was. Vielleicht wird uns aus mal was. Ja, genau, so rum auch. Und wir nehmen hier den Peterbilt. Den finde ich persönlich am schönsten. Und... Oh, mein Logo. Das sieht doch schön aus. Und der Firmenname ist... Wir nennen das mal ganz unkreativ den Pictures. Transports, ja. So. Das geht ja gar nicht. Scheiße. Wie wollen wir das denn nennen, verdammte Hacke?
Wir nennen es jetzt einfach LP Transport. Ja, das klingt doch mal geil, oder? Ich glaube, da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Für Let's Play, ja, komm, machen wir einfach mal so. Erstellen. Und wir müssen jetzt hier wählen Controller. Wir nehmen Controller. Hallo. Und wir nehmen die echte Automatik. Ich denke mal, die haben wir da auch immer so was in der Art. Ja, wir müssen mal kurz... ach du Scheiße. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lenkachse, ja, das passt. Drive, ja, das passt schon alles. Automatikgetriebe, Drive. Eieiei. So, meine Firmenzentrale. Wo muss ich den jetzt hinsetzen? Wir sind jetzt hier in Kalifornien. Los Angeles, San Diego, Bakersfield, Fresno, Sacramento. Los Angeles, San Francisco. Was sollen wir nehmen? Los Angeles oder San... Kommt nur San Francisco. Wir gehen kein Tutorial durch, denn nach so vielen Folgen Euro Truck Simulator sollte man halbwegs wissen, wie das hier geht. Würde ich mal so vermuten. Oh Mann, das sieht wirklich gut aus. Willkommen im American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Ja, was ein Scheiß auch. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Raumcontainer für Port of SF, wahrscheinlich San Francisco, sicher zur Entladestelle nach San Francisco zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. So was Ähnliches gab, war ja damals beim anderen Let's Play auch. Blablabla, war beim anderen Let's Play, glaube ich, auch am Anfang mal gewesen. So. Guten Tag. Mein Name ist Tim, ich bin Ihr LKW-Fahrer. Da stehen ein paar fröhliche Leute rum und wir sind jetzt da. Typisch natürlich dieser amerikanische rote Blinker hinten. Aber ansonsten, was hier so amerikanisch ist, werden wir, denke ich mal, noch sehen. So eine Straße hochfahren hätte ich auch mal Lust drauf. Ach, das kann man leider gar nicht. Das ist doof. Ja. Wie es aussieht, muss ich hier aber erstmal so ein paar kleine Optimierungen vornehmen. Genau, weil meine ganzen Tasten hier auseinandergeflogen sind. Und zwar Tasten und Knöpfe. Und zwar, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir können... Blinker links machen wir mal nach da, Blinker rechts machen wir nach da, Lichtmodi, ja, das ist mir jetzt egal, die Hupe, ja, die muss, die ist ganz wichtig, die muss hier unbedingt belegt werden. Lichthupe brauchen wir erstmal nicht. Wir können beim Tempomat die Geschwindigkeit erhöhen mit der Taste, wir können die verringern mit dieser. Das habe ich bei meinem anderen Profil leider auch machen müssen, das geht leider nicht anders. Man muss das hier pro Profil immer neu einstellen. Ehrlich gesagt, das... Das geht mir irgendwie auf die Glocken, aber wenn man es einmal machen muss, dann ist das ja fit. So, nach links schauen geht nach da, nach rechts, nach da, nach vorne, nach da, rechts da, nach links da. So, habe ich irgendwas vergessen? Nee. Wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, dann müsste das klappen. Blinker, rechts, links. Sicht, links, rechts. Ja, ja, super. Ganz. Ja, ganz toll. So. Dann müssen wir, glaube ich, das ist mir eben auch passiert, müssen wir erstmal einstellen, dass wir beim Tempomat die Schrittgröße 1 km/h oder eine Meile nehmen. Schwierigkeitsgrad parken. Wir machen mal... Ich bin eben... Habe ich schon mal gesehen. Es ist scheiß kompliziert, hier einzuparken auf einmal. Da musst du wirklich richtig was können. Also... Das heißt, ich würde das nicht können, aber... ja. So, automatische Zündung und Motorstart. Ja, ja. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Automatische Retarder. Ne, das lassen wir lieber weg. Maus umkehren. Ja, komm, das passt jetzt. Voranstellung Region. Ja, passt doch. Super. Nur Pound. Was? G.
Gewichtseinheiten. Längeneinheit, Meilen ist ja okay. Temperatur, Fahrenheit. Komm, wenigstens da hätte ich Kilogramm und Tonnen, sonst verstehe ich ja hier kein Wort mehr. Und 24-Stunden-Zählung, na gut, das kann ja so bleiben. Das ist jetzt so diese amerikanische Art und Weise mit AM und PM. Und das ist ja, denke ich mal, auch okay. Und dann machen wir noch hier im Fahrerhaus. Ja gut, wir sind gleich fertig. Ich muss mal, also diese Sicht, die kann ich so nicht ab. Ne, so, ist... Ne, halt wieder einen hoch und dann gucken wir ein bisschen runter. So. Und was ich gerne noch hätte, und dann sind wir auch wirklich fertig. Wir fahren gleich noch los, keine Angst. Beim HUD, das war irgendwo, was ist denn das hier? Und zwar... Ach so, muss auf Gameplay. Ne, bin ich ja schon. Kann man das denn hier einstellen? Automatische, realistische, bla bla bla. Filmsequenz, irgendwie was, Sprache, Region. Controller-Einstellungen war das, glaube ich, ne? Force Feedback ist überhaupt an, oder weiß ich gar nicht. Ja gut, ist halt so. Das war irgendwie, hat das was mit dem Glotzen zu tun. Und zwar Tasten und Knöpfe. Ne, da war das auch nicht, so war ein bisschen doof. Spotlight, Filmsequenzen, Rotation, Lenkradkamera, so, Lenkungskamera, so. Und jetzt machen wir unseren ersten Meter in Richtung, USA. Das ist mir, glaube ich, sogar schon auf US-amerikanischem Boden. Ich habe mal die Lampen so ein bisschen angemacht. Ja, ja. Ich glaub's nicht. Wir sind unterwegs. Um Gottes Willen. Wir rollen. Was fahren wir denn überhaupt hier hinten drauf? Achso, ja. So Häuser. Gut, das hätte ich eigentlich auch eben schon wissen müssen. Huiuiui. Jo. Ist ja ganz nett. Sag mal. Geht's dir noch gut? Sieht irgendwie nicht gesund aus. Das ist aber jetzt nicht mein Problem. Gut. Ja. Wir befinden uns hier an Bord. Das kann man auch wirklich so sagen, an Bord. Weil das Ding ist geschätzte 5 Meter, 7, nee, 6, 7 Meter bestimmt lang. Und es ist ja innen drin hier so ein halbes Wohnzimmer. Dass hier eine Küche nicht drin ist, ist ja wohl alles. Wobei, die ist wahrscheinlich drin. Ja, gut, wir müssen jetzt hier links abbiegen. So. Und dann müssen wir mal kurz hier so fallen hier in die Straße. So. Es ist natürlich ungewohnt für mich jetzt hier mit Meilen sich zurechtzufinden. Aber da denke ich mal, kriegt man nach einer Zeit auch ein Gefühl für. Also ich habe es im Moment nicht. So. Sumpalle. Dann hier rechts und dann sind wir auch schon da. Ach, nee, ne? Haben wir das Privileg direkt hier hinten so. Ach du. Leck mich doch am Arsch. Ich meine, kein Problem. Das können wir jetzt mal versuchen. Ist irgendwie die Kamera, wo ich sehe, wie weit noch vorne Platz ist. Das ist ja gefährlich, Mensch. Weil das, die Kiste ist ja so extrem lang. Das ist ja Hilfe. Du kriegst ja echt Angst. So. Jetzt könnt ihr alle was lernen, ja? Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt hier wieder bis auf die Knochen, aber... Ja gut. So, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Bin ich wohin gefahren? Oh. Ja. Gut. Das passiert natürlich. Das ist natürlich alles geplant gewesen. So. Oh Gott. Also ich glaube gerade, das gibt nichts mehr, aber gut. Nicht schon wieder, ne?
Nee, ne? Komm, weißt du was? Wir machen das jetzt einfach so. Dann kann ich sagen, wir haben jetzt unseren ersten Auftrag in der ersten Folge erfüllt. Ich möchte euch ja nicht 10 Minuten jetzt zeigen, wie wir das hier machen. Oh, das ist deine Firmenzentrale. Ist eine sehr schlichte Garage. Ja, so sieht die auch aus. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Ja, vielen Dank und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.